Ohne sie könnten wir dieses Video jetzt nicht sehen. Seltene Erden. Sie stecken in Hightech-Produkten, die wir täglich verwenden. Aber sie sind weder selten, noch sind sie Erden. Insgesamt sprechen wir von 17 Metallen, die wir aus dem Periodensystem kennen. Noch präziser ausgedrückt sind es Oxide. Und die nannte man zum Zeitpunkt der Entdeckung im 18. Jahrhundert Erden. China ist derzeit die Nummer 1 bei der Gewinnung von seltenen Erden. Man schätzt, dass dort etwa ein Drittel der weltweiten Vorkommen lagert. Kleinere Mengen werden in den USA oder Australien abgebaut. Aber auch in Indien, Brasilien oder Russland gewinnt man sie. Vor kurzem zog auch ein Fund in Schweden große Aufmerksamkeit auf sich. Dort wurde das größte Vorkommen in Europa bisher gefunden. Bis dort aber abgebaut werden kann, dauert es noch ein wenig. Wo ist aber das Problem, wenn sie eigentlich häufig auftauchen? Das Problem ist, dass sie nie isoliert auftreten, das heißt immer in Verbindung mit anderen Stoffen. Und sie sind fein verteilt. Das macht die Gewinnung schwierig. Dafür braucht es aufwendige Verfahren, viele Arbeitsschritte und giftige Chemikalien, um die gewünschten Stoffe herauszulösen. Was dabei anfällt, sind toxische Rückstände und Abfälle. Umweltschonen ist bei der Gewinnung also nichts und beim Recycling gibt es auch noch Probleme. Für den technischen Fortschritt sind die begehrten Metalle nicht wegzudenken. Sie werden gebraucht für Fernsehbildschirme, Elektromotoren oder auch Benzinmotoren. Und auch Magnete in Windrädern, Drohnen, Raketen und unser Smartphone würde ohne sie auch nicht laufen. Wegen der steigenden Nachfrage an neuen Technologien glauben viele Investoren an eine Renaissance der Rohstoffe. Börsianer haben dafür auch schon eine Abkürzung gefunden, und zwar MIFT. Das steht für Metals Important for Future Technologies. Das heißt so viel wie Metalle, die wichtig sind für Zukunftstechnologien. Eine einheitliche Liste, welche Metalle darunter fallen, gibt es aber nicht. Wer in Metalle investieren möchte, legt sich nicht Zinn oder Kupfer in den Tresor, so wie das bei Gold oder Silber der Fall wäre, sondern investiert in entsprechende Investmentfonds oder ETFs. Oder, wenn man das möchte, kann man auch in die entsprechenden Bergbauunternehmen oder Chemiekonzerne investieren.